Die Teilen-Funktion in Explore ermöglicht es Ihnen, Dashboards und Erkenntnisse aus dem Medienmonitoring schnell und mit wenig Zeitaufwand mit Ihrem Team zu teilen. Es handelt sich um eine effiziente und unaufwendige Option zur Erstellung von Berichten an Vorgesetzte und andere Stakeholder, die Sie informieren möchten. Mit den teilbaren Dashboards können Sie zeigen, wie viele Berichte bisher zu einer Ankündigung veröffentlicht wurden und wie die allgemeine Stimmung in Bezug auf die neue Kampagne ist. Es kann auch vorkommen, dass Sie um die Erstellung eines Berichts zu einem akuten Medienthema gebeten werden. In Explore haben Sie die Möglichkeit, Dashboards direkt auf Grundlage einer Ad-Hoc-Suche oder einer gespeicherten Suche zu erstellen und können so innerhalb weniger Minuten aktuelle Stimmen und Erkenntnisse erfassen und teilen. Wenn Sie sich in einer Explore-Suche befinden, klicken Sie auf Teilen rechts neben den Analysen zu Ihrer Suche und wählen Sie Dashboard Teilen. Die Plattform generiert dann eine Präsentation, die Sie zunächst noch bearbeiten oder direkt teilen können. Wenn Sie Ihr Dashboard unbearbeitet teilen möchten, klicken Sie auf Share Slides. Geben Sie ein individuelles Passwort ein. Wenn Sie die Präsentation per Link teilen möchten, merken Sie sich das Passwort und teilen es mit Ihren Rezipienten, damit diese das linkbasierte Dashboard später einsehen können. Wenn Sie die Präsentation noch bearbeiten möchten, klicken Sie Edit Slides. Sie haben hier die Möglichkeit, Ihr Firmenlogo oder ein passendes Bild auf die Titelseite zu laden und können den Titel der Präsentation anpassen. Sie können auch die Titel der weiteren Slides der Präsentation anpassen und Kommentare unter den Slides hinzufügen. Dies ist eine gute Option, um dem Leser etwas Kontext zur Berichterstattung zu geben. Wenn es also eine spezifische Erkenntnis gibt, die Sie hervorheben möchten, wie zum Beispiel was oder wer einen Anstieg der Erwähnungen verursacht hat oder dass ein bestimmtes Thema auf Ihre Marke zurückzuführen ist, können Sie dies hier hinzufügen. Sie können auch einzelne Seiten aus der Präsentation entfernen. In der unteren linken Ecke des Bildschirms können Sie außerdem weitere Folien hinzufügen, zum Beispiel eine Zusammenfassung, um weitere Kommentare mit den Empfängern zu teilen. Wenn Ihr Dashboard finalisiert ist, klicken Sie auf Teilen in der unteren rechten Ecke. Sie haben nun entweder die Möglichkeit, das Dashboard per PowerPoint oder PDF herunterzuladen oder einen Berichtslink zu erstellen. Sie können die Präsentation auch als Google Slide weiterverwenden. Wenn Sie sich für das linkbasierte Teilen entschieden haben, kopieren Sie Link und das Passwort und teilen Sie dies mit Ihren Empfängern. Wenn Sie Ihre geteilten Dashboards zu einem späteren Zeitpunkt über Meltwater aufrufen wollen, gehen Sie zum Menüpunkt Bericht in der Navigationsleiste. Im unteren Bereich der Berichtsübersicht finden Sie alle erstellten, teilbaren Dashboards. Hier können Sie Ihre geteilten Dashboards nachträglich bearbeiten und erneut Links und Passwörter generieren.